Hallo, mit wem spreche ich bitte? Hallo, hier ist die Arztpraxis von Dr. Müller, wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte gerne einen Termin absagen. Alles klar. Wann ist Ihr Termin? Mein Termin ist am 26. März um 12 Uhr. Ich habe ihn gefunden. Ich werde ihn streichen. Wollen Sie einen neuen Termin haben? Ja, bitte. Wann haben Sie wieder Zeit? Im Oktober ist gut. Haben Sie da etwas frei? Im Oktober ist schlecht. Wir haben da schon viele Termine. Ich verstehe. Und wie sieht es im November aus? Das ist gut. Wollen Sie am 20. November, am Donnerstag, um 10 Uhr kommen? Ja, das passt sehr gut. Dann am Donnerstag um 10 Uhr. Ich habe es aufgeschrieben. Danke, bis November. Auf Wiederhören. Guten Tag, hier spricht Josef Müller. Guten Tag, Herr Müller, bitte, wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte meinen Vertrag kündigen. Können Sie mir bitte sagen, wie das geht? Natürlich, das ist ganz einfach. Sie müssen uns einen Brief schreiben. In dem Brief sagen Sie uns Ihren vollständigen Namen, Ihre Adresse, Ihr Geburtsdatum. Und noch Ihre Kunden- und Vertragsnummer und der Kündigungszeitpunkt. Dann schreiben Sie, dass Sie Ihren Vertrag kündigen wollen. Entschuldigen Sie, können Sie das bitte nochmal wiederholen? Ich kann noch nicht gut Deutsch. Kein Problem. Also, Sie können zum Beispiel schreiben: Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit möchte ich meinen Vertrag kündigen.
Mein Name ist Josef Müller. Meine Adresse, Mariastraße 10. Mein Geburtsdatum, 8. März 1996. Computer geschrieben werden. Kann ich den Brief handschriftlich schreiben, oder muss er am Computer geschrieben werden? Sie müssen den Brief nicht am Computer schreiben. Handschriftlich ist okay. Sie müssen den Brief nicht am Computer schreiben. Handschriftlich ist okay. Wunderbar. Finde ich Ihre Adresse auf Ihrer Webseite? Wunderbar. Finde ich Ihre Adresse auf Ihrer Webseite? Ja, genau. Sie müssen auf Kontakt klicken, dann sehen Sie die Adresse. Ja, genau. Sie müssen auf Kontakt klicken, dann sehen Sie die Adresse. Sehr gut. Vielen Dank nochmal. Sehr gut, vielen Dank nochmal. Gerne. Kann ich Ihnen sonst noch helfen? Gerne. Kann ich Ihnen sonst noch helfen? Nein, das ist alles. Vielen Dank für die Hilfe. Auf Wiederhören. Nein, das ist alles. Vielen Dank für die Hilfe. Auf Wiederhören. Kein Problem. Auf Wiederhören. Hallo, was fehlt Ihnen denn? Seit heute Morgen habe ich so ein Stechen im Bauch. Wie stark sind Ihre Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10? Wie stark sind Ihre Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10? Also, eine 6 ist es schon, würde ich sagen. Also, eine 6 ist es schon, würde ich sagen. Wo sind denn die Schmerzen genau? Wo sind denn die Schmerzen genau? Hier unten links. Ist Ihnen denn auch übel, schwindelig oder schlecht? Ist Ihnen denn auch übel, schwindelig oder schlecht? Ja, die Übelkeit habe ich schon seit dem Aufstehen. Ja, die Übelkeit habe ich schon seit dem Aufstehen. Dann könnte es eventuell der Blinddarm sein. Das müssen wir nochmal genauer untersuchen. Dann könnte es eventuell der Blinddarm sein. Das müssen wir nochmal genauer untersuchen. Kommen Sie bitte mit. Wir nehmen Ihnen erst einmal Blut ab. Kommen Sie bitte mit. Wir nehmen Ihnen erst einmal Blut ab. Aber ich habe Angst vor Spritzen. Und wenn ich Blut sehe, wird mir schwindelig. Aber ich habe Angst vor Spritzen. Und wenn ich Blut sehe, wird mir schwindelig. Dann sehen Sie am besten nicht hin. Dann sehen Sie am besten nicht hin. Das Blut brauchen wir, sonst wissen wir nicht genau, wie hoch Ihre Entzündungswerte sind. Das Blut brauchen wir, sonst wissen wir nicht genau, wie hoch Ihre Entzündungswerte sind. Danach müssen wir außerdem einen Ultraschall machen. Danach müssen wir außerdem einen Ultraschall machen.
In Ordnung. Dann hole ich schnell meine Tasche. In Ordnung. Dann hole ich schnell meine Tasche. Sag mal, Schatz, hast du die Rechnung für den Arzt bezahlt? Sag mal, Schatz, hast du die Rechnung für den Arzt bezahlt? Keine Ahnung. Ich muss nachschauen. Keine Ahnung. Ich muss nachschauen. Hast du es aufgeschrieben? Hast du es aufgeschrieben? Ja, wenn ich eine Rechnung bezahle, dann schreibe ich es auf. Ja, wenn ich eine Rechnung bezahle, dann schreibe ich es auf. Wo kann ich es nachschauen? Wo kann ich es nachschauen? Lass mich das machen. Wenn du nachschaust, dann muss ich danach aufräumen. Lass mich das machen. Wenn du nachschaust, dann muss ich danach aufräumen. Das stimmt nicht. Ich bin immer sehr ordentlich. Das stimmt nicht. Ich bin immer sehr ordentlich. Ja, ja, und ich verschlafe nie. Ja, ja, und ich verschlafe nie. Du verschläfst sehr oft. Du verschläfst sehr oft. Genau, und du machst immer Unordnung. Genau, und du machst immer Unordnung. Okay, kannst du bitte direkt nachschauen? Es ist wichtig. Okay, kannst du bitte direkt nachschauen? Es ist wichtig. Ja, kein Problem. Einen Moment. Ja, kein Problem. Einen Moment. Ja. Ich habe die Rechnung bezahlt. Ja. Ich habe die Rechnung bezahlt. Super. Hast du auch die Rechnung für das Auto bezahlt? Super. Hast du auch die Rechnung für das Auto bezahlt? Ich finde die Rechnung für das Auto nicht. Ich denke, ich habe sie nicht bezahlt. Ich finde die Rechnung für das Auto nicht. Ich denke, ich habe sie nicht bezahlt. Okay, dann bezahle ich sie. Okay, dann bezahle ich sie. Ich denke, dass ich zu dick bin. Du? Zu dick? Das glaube ich nicht. Ich esse zu viel und ich mache zu wenig Sport. Ich esse zu viel und ich mache zu wenig Sport. Du siehst ganz normal aus. Du bist nicht zu dick. Du siehst ganz normal aus. Du bist nicht zu dick. Ich will weniger essen und mehr Sport machen. Hilfst du mir? Ich will weniger essen und mehr Sport machen. Hilfst du mir? Ja, das kann ich machen. Ja, das kann ich machen. Super. Ich will jeden Montag und jeden Freitag Sport machen. Super. Ich will jeden Montag und jeden Freitag Sport machen. Wir können zusammen laufen gehen. Wir können zusammen laufen gehen. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee.
Willst du nur weniger essen oder auch andere Sachen essen? Willst du nur weniger essen oder auch andere Sachen essen? Ich will auch andere Sachen essen. Ich esse viel Zucker. Ich muss wenig Zucker essen. Ich will auch andere Sachen essen. Ich esse viel Zucker. Ich muss wenig Zucker essen. Ich kann dir ein paar Rezepte geben. Ich kann dir ein paar Rezepte geben. Ja, bitte. Ich kenne nur Rezepte mit viel Zucker. Ja, bitte. Ich kenne nur Rezepte mit viel Zucker. Kein Problem. Ich schreibe dir ein paar Rezepte auf. Kein Problem. Ich schreibe dir ein paar Rezepte auf. Ich will auch mehr Fahrrad fahren. Ich will auch mehr Fahrrad fahren. Jeden Samstag und jeden Sonntag will ich Fahrrad fahren. Jeden Samstag und jeden Sonntag will ich Fahrrad fahren. Das musst du alleine machen. Ich mag das Fahrradfahren nicht. Das musst du alleine machen. Ich mag das Fahrradfahren nicht. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Hallo, ich muss in die Müllerstraße 15. Wissen Sie, wo das ist? Hallo, ich muss in die Müllerstraße 15. Wissen Sie, wo das ist? Ja, natürlich. Das ist kein Problem. Ja, natürlich. Das ist kein Problem. Können Sie bitte meine Koffer in das Auto bringen? Können Sie bitte meine Koffer in das Auto bringen? Gerne. Kommen Sie mit. Ich zeige Ihnen, wo das Taxi ist. Gerne. Kommen Sie mit. Ich zeige Ihnen, wo das Taxi ist. Können Sie mir sagen, was es kostet? Können Sie mir sagen, was es kostet? Ich weiß es nicht genau. Ich denke aber, 20 Euro. Ich weiß es nicht genau. Ich denke, 20 Euro. Okay. Wie lange dauert die Fahrt? Okay. Wie lange dauert die Fahrt? Wenn es wenig Verkehr gibt, dann dauert es 15 Minuten. Wenn es wenig Verkehr gibt, dann dauert es 15 Minuten. Und wenn es viel Verkehr gibt, dann dauert es 30 Minuten. Und wenn es viel Verkehr gibt, dann dauert es 30 Minuten. Das ist in Ordnung. Wo kommen Sie her? Sind Sie Touristin? Wo kommen Sie her? Sind Sie Touristin? Nein, ich war im Urlaub. Ich bin nach Amerika geflogen. Nein, ich war im Urlaub. Ich bin nach Amerika geflogen. Ich war noch nie in Amerika. Hat es Ihnen gefallen? Ich war noch nie in Amerika. Hat es Ihnen gefallen? Ja, es hat mir sehr gefallen. Es gibt viele interessante Dinge in Amerika. Ja, es hat mir sehr gefallen. Es gibt viele interessante Dinge in Amerika. Wenn ich Zeit habe, werde ich auch mal nach Amerika fliegen.
Wenn ich Zeit habe, werde ich auch mal nach Amerika fliegen. Ja, machen Sie das. Es ist sehr schön. Aber der Flug ist anstrengend. Ja, machen Sie das. Es ist sehr schön. Aber der Flug ist anstrengend. Das macht nichts. Reisen ist immer anstrengend. Das macht nichts. Reisen ist immer anstrengend.